Willkommen zu einer weiteren Folge Kopfkino mit David und meiner Wenigkeit. Und heute werden wir einmal mehr über ein paar ausgewählte, sehr interessante Filme des vergangenen Kinomonats, also April 2018, sprechen. Wie immer wird dabei gespoilert, Leute. Wir werden über jeden Film und auch Avengers Infinity War ist dabei diskutieren, reden, Meinungen wiedergeben und dabei sehr viele Dinge verraten. Seid euch dessen stets bewusst. Wir werden zwar jedes Mal nochmal drüber schreiben, Spoilerwarnung, wenn ihr es unbedingt wollt, aber das gehört zu diesem Format. Hallo David! Hallo Robert, mit wie viel Energie da heute hinter steckt. Ja, wie oder? Bei Thomas Heck. Hallo und herzlich willkommen bei... Ich habe mich so gefreut, dich heute wiederzusehen. Wir haben uns ein paar Wochen nicht gesehen und ich dachte so, ey, mit David reden, das ist ja erträglich eine Stunde. Aber auch nur eine Stunde. Gucken wir mal, wie es wird. Wir werden übrigens auf Wunsch vieler Zuschauer, wir haben es letzte Mal schon ganz sneaky gemacht auf Soundcloud, das Ganze hier auch als Podcast hochladen. Und dieses Mal habe ich es jetzt schon gesagt und ihr findet sicherlich einen Link in der Infobox. Wenn auch nicht direkt beim Upload, dann in einer Stunde oder so. Und dann könnt ihr euch das auch gerne anhören, während ihr Kartoffeln schält beim Kochen oder was auch immer ihr sonst gerne tut oder beim Autofahren. Genauso wie euer Lästerschwestern-Podcast ja. Mit dir und Robin, der ist auch großartig. Herzlichen Glückwunsch, dass das so cool ist. Also, wollte ich mal sagen, das ist ja, schön interessant, kontrovers, wie es halt mit dir immer ist. Mal schön, mal scheiße. Hat meine Mutter schon immer gesagt. Ja, da bin ich jetzt in zwei Erfolgspodcasts dann sogar. Ja. Wir gucken mal, wie die Folge heute wird. Ich muss sagen, war einer meiner Lieblingskinomonate. Seit langem jetzt, also was die Qualität der Filme angeht. Wirklich heftig. Also wir werden heute unter anderem reden über Sexpakt, wo wir über Qualität reden. Den meine ich nicht. A Quiet Place werden wir sprechen, über Avengers Infinity War, über Ready Player One und über Lady Bird. Sehr unterschiedlich. Und du darfst erstmal aussuchen nach dem Motto, welcher darf es zuerst sein, Herr Hein? Ich würde mir wünschen, damit du auch mal ein bisschen stiller bist, A Quiet Place. A Quiet Place. So, dann suche ich mal meine Inhaltsangabe, die ich geschrieben habe, such die zu mal raus, A Quiet Place bei meiner Review. Es ist Tag 89 nach der Alien-Invasion auf der Erde. Nur wenige haben geschafft, diese zu überleben. Die monströsen Wesen können nicht gut sehen oder riechen, dafür aber unglaublich gut hören. Jedes noch so kleine Geräusch lockt die todbringenden Außerirdischen an und es ist ein täglicher Überlebenskampf, der besondere Strategien erfordert. Mitten in unserer fast ausgestorbenen Welt befindet sich die Familie Abbott. Vater, Mutter und drei Kinder. Barfuß und extrem bedacht ziehen sie umher auf der Suche nach Medikamenten und Essbarem. Doch wie soll man Kinder großziehen und als Familie glücklich sein in einer Welt, in der jedes Geräusch dein letztes sein kann? Da das hier ein Spoiler-Podcast ist, ist es okay, wie ich finde. Aber ich glaube, in der Review ist das schon zu viel, was man über den Film erfährt. Das hier? Hast du das in der vorher Review gesagt? Ja, das ist der Originaltext, den ich vor meiner Review als Inhaltsangabe während Trailer drüber läuft. Und genau. Dafür gibt es nämlich immer die Eckdaten, dass ich nur verwende, was man in Trailern sieht, aber das auch schon reduziert, weil nicht viele Trailer gucken, oder das, was man maximal in den ersten 5 Minuten des Films erlebt. Ja, genau. Aber also, was ich in den Trailern ganz cool fand... Was habe ich jetzt falsch gemacht? Gar nicht falsch, aber was ich ganz cool an den Trailern fand, und das ist ganz selten in Trailern heutzutage mittlerweile, dass nicht alles schon durchexerziert wird und du das Gefühl hast, okay, da sind jetzt alle Steps durchgegangen, bis dann am Ende sogar manchmal wie bei Tomb Raider das letzte Bild noch verraten wird. Sondern hier war im Trailer nicht klar, gibt es überhaupt Monster? Es wird zwar immer wieder angedeutet, aber so richtig war nicht klar, was es ist. Und auch, dass es eine Alien-Invasion zum Beispiel ist, wird ja erst im Film dann erwähnt, in der Trailer Kampagne ist das gar nicht irgendwie groß rausgekommen. Und das mochte ich, weil ich in diesen Film reingegangen bin und überhaupt keine Ahnung hatte, was mich erwartet. Und umso mehr hat er mich überrascht. Dazu muss ich noch ergänzen, ich verwende auch natürlich alles, was nicht in den offiziellen Pressetexten, da ist ja alles drin, aber was zum Beispiel Kinos drunter schreiben und als Inhaltsangabe, so diese drei Zeiler. Und da ist das überall aufgetaucht mit den Außerirdischen. Also ja, ich verstehe das auf der einen Seite, auf der anderen Seite nein. Also was soll ich sagen? Ich glaube, ich sage es nur deswegen, weil ich jedem gönne, in diesen Film reinzugehen und sich komplett überraschen zu lassen. Also A Quiet Place, ich fange mal kurz an darüber. Ich war so hin und weg von diesem Film. Du hattest ihn vor mir gesehen, hattest ja auch gesagt schon, glaube ich, in der letzten Folge, dass du dich so aufgeregt hast, dass jemand gegessen hat und man Popcorn rascheln gehört hat. Und das versteht man, weil der Film ist so leise. Und es ist vor allem sehr interessant, dass John Krasinski, der Regie führt bei diesem 15-Millionen-Dollar-Film, der 50 Millionen am Startwochenende eingespielt hat, jetzt wieder Rampage auch vom Thron gestoßen hat in der Woche, in der wir das jetzt hier gerade drehen, wieder Platz 1 ist. Es wird jetzt inzwischen, das Video rauskommt, Infinity War sicherlich sein in den USA. Und dass Emily Blunt, die seine Frau spielt, die beiden sind im realen Leben verheiratet.
Und wenn die dann aber zusammen so ein Ehepaar und Familie vor der Kamera spielen, du merkst nochmal so eine tiefer gehende Chemie und du fragst dich bei diesem Survival-Thriller immer, was würdest du selber machen? Und wenn das ein Film schafft, dass sie ansatzweise das tun, was du selbst machen würdest, dann bist du auf jeden Fall total drin in dieser Nummer. Und das ist vor allem Emily Blunt, die, ob sie, wenn sie schwanger ist und schwanger dann noch in einen Nagel tritt, nicht schreien darf, in Badewannen gebären muss, während diese Viecher, die ein cooles Design haben und dieses obströs eklige Hörorgan, mit dem sie halt alles wahrnehmen, versuchen muss zu überleben. Und was machst du, wenn du ein Kind gebärst, was einfach mal schreit in einer Welt, in der man nicht schreien darf? Mega geiles, abgefucktes, fieses Szenario in nur knapp 90 Minuten. Ich finde es nur hinten raus, so im letzten Drittel, wenn dann John Krasinski zum 5. Mal oder 8. Mal macht, leise sein. Also die Kinder haben es irgendwann auch mal begriffen, dass man generell leise ist in dieser Welt. Wobei ja auch irgendwie nicht, so, weil gleich als erstes wird ja, passiert ja was. Was der, denn? Der stimmt, Spoilerformat. Einer der Söhne stirbt, aber auf so eine dämliche Art und Weise. Es ist ein sehr junges Kind, aber nicht jung, so jung, dass man meinen müsste, der wäre blöde oder so und würde nicht verstehen, dass das irgendwie Lebensgefahr bedeutet, weil ja alle immer leise sind, die Eltern wirklich immer auch so diesen sorgenerfüllten Blick drauf haben und im ersten Kaufhaus, wenn man die Szenerie beginnt in einem Kaufhaus und da kriegt er so ein kleines Raumschiff, was er dann anschaltet und direkt getötet wird. Fand ich einen super effektiven Move, um gleich mal klarzustellen, okay, das ist hier wahnsinnig gefährlich, dann auch noch so eine Stimmung festzulegen für den Rest des Films, aber ich dachte mir auch so, das ist so ein bisschen, also da muss man jetzt wirklich dann auch glauben, dass diese Familie, die bis hierhin irgendwie überlebt hat, das geschafft hat mit so einem Kind, der wirklich... Zum Volldeppen. Ja, mit so einem Volldeppen, bei dem ich wirklich froh war, dass er tot war, dann, weil ich dachte so, meine Fresse, der bringt alle in Gefahr. Es ist so immer wieder auch im Film, dass du... dass diese Haarnadel, also diese Stimmung, wo du eine Haarnadel fallen lassen könntest, wo du dich über jeden ärgerst, der irgendwie einen Geräusch produzierst, weil du weißt, oh nein, warum macht er denn das jetzt? Also das ist ein schöner, effektiver Move des Films, aber auch schon so, wo ich, also ich habe da echt mitgefiebert und da habe mich dann über Figuren geärgert, regelrecht. Der kleine Junge am Anfang, weil es geht ja um so eine Spielzeugrakete, dem wird ja auch verboten, die Batterien mitzunehmen und er nimmt sie ja dann trotzdem mit. Und du denkst dir halt beziehungsweise wirklich... Beziehungsweise seine Schwester gibt ihm die mit, das Ding, was dann so ein schönes Spiel um Schuld und Verantwortungsbewusstsein generiert. Aber da kommen zum ersten Mal eben diese Viecher, die so wie riesen eklige Spinnen in den Boden hacken, gefühlte 100 km/h schnell sind und dieses Kind halt wegreißen. Und du weißt so nach 4 Minuten, wow, ich hätte gedacht im Trailer, als ich das so gesehen habe mit dem Spielzeug, dass das irgendwas Richtung Showdown, aber du merkst so nach 4 Minuten, okay, was passiert jetzt? Und der Film springt dir dann auch von 89 Tagen nach Invasion auf 400 Untage und dann bist du erst im eigentlichen Ding drin. Man muss natürlich eine gewisse Logik anerkennen, also du fragst dich natürlich, was ist, wenn du nachts schnarchst? So Chung, unser Kameramann hier, ist ein extremer Schnarcher. Der winkt gerade hinter der Kamera, der wäre sofort tot. Quiet Place, erste Nacht, schon tot. Wobei man sagen muss, also man geht dann halt einfach davon aus, dass diese Familie, das sind keine Schnarcher. Aber ja, also man könnte das noch ein bisschen weiterspinnen. Ich habe mir jetzt keine weiteren Gedanken gemacht, weil ich mich gerne immer von so einem Film aufsaugen lasse und mir dann nicht denke, was wäre aber, wenn die in so einer Situation das und das machen und dann müssen sie aber pupsen und... Ich glaube, was ist generell, wenn du mal pupsen musst? Ich glaube, ich würde auch krass sterben, so, weil ich bin so ein lauter Furzer auch. So, jetzt begeben wir uns in Regionen, die, glaube ich, nicht jeder hören will, aber ich glaube, ich wäre auch direkt weg. Chung und ich wären die Ersten. Ja. So, diese Folge fängt besser an als so manche andere. Ich möchte dazu mal sagen, dass ich am Anfang wirklich Probleme hatte mit dem Film. Weil die Lautstärke dafür sorgte. Und da bin ich gespannt, was Leute über dieses Gesamtkinoerlebnis sagen werden. Ich habe auf Twitter schon ein paar Meinungen gelesen von Leuten, A Quiet Place bringt auch das Konzept Kino an seine Grenzen, wo man mit ganz vielen anderen, denen man ja auch vertrauen muss. Du musst ja darauf vertrauen, dass die Leute hinter oder vor dir für dich auch da, dir auch da, dieses Erlebnis erlauben und nicht da sitzen und mampfen oder sich unterhalten, wie oft ich schon in Kinos gesessen habe und Leute hinter mir hatte, wo die ganze Zeit immer wieder geredet haben, wo ich kurz vorm Ausrasten war. Das hast du Gott sei Dank in den Pressevorführungen mit den Journalisten üblicherweise nicht, aber immer wenn ich mit dem normalen Publikum zusammensitze, denke ich mir, was mache ich hier eigentlich? Warum gebe ich mir das jedes Mal? Deswegen bin ich gespannt, was die Leute sagen. Für mich war das aber so ein Ding, wo ich große Pacing-Probleme hatte, so, weil diese erste Hälfte ist komplett nahezu ohne Ton und
Da muss man Sitzfleisch beweisen. Aber so spannend. Sie ist, finde ich einer der spannendsten Filme überhaupt aller Zeiten. Ab der Hälfte dann, finde ich so. Nein! Weil vorher ist ja nicht mehr, passiert ja nicht viel mehr, außer dass sie sehr, sehr langsam, sehr, sehr leise sich überall lang bewegen. Und dann gibt es diesen Turn, wo es dann gefühlt gar nicht mehr aufhört. Und das dann wie in einem Mad Max-Film, wo immer noch ein krasses Ding mehr dazukommt und sie dann in der Badewanne liegt, John Krasinski rausläuft, die Kinder dann sich irgendwo verstecken. Im Maisfass da trinken. Genau, das Bild in diesem Silo. Mir übertrieben, auch krass gute Szene. Und dann aber auch dieser tolle Moment, wo John Krasinski sich quasi opfert und sie dann aber auch das mit dem Hörgerät am Ende rausfindet. Also ich fand den am Ende, es war ein krasser Ritt, ein total toller... Also wie so eine Achterbahnfahrt. Aber zeigt so ein bisschen, wir sind beide fasziniert von dem Film, aber tatsächlich über unterschiedliche Stellen. Ja. Was sehr, sehr spannend ist. Also A Quiet Place, eine ganz große Empfehlung. Man muss auch ganz ehrlich sagen, John Krasinski, Riesenrespekt, das Ding zu inszenieren. Das ist schön, dass das solche Dinge überraschen können. Man muss aber hier auch wieder mahnend leider sagen, in den USA ein absoluter Überraschungserfolg. Hier in Deutschland leider maximal auf Platz 3 der Kinocharts, was ich sehr, sehr schade finde. Würde mir wünschen, dass die Leute mehr auch solche Filme gucken hier, weil das ist einfach richtig gut. Hier auf der 1 ist Sexpack gewesen, glaube ich, ne? Nein, auf der 1, nee, Sexpack ist auf Platz 4 gestartet. Lukas Knopf. Ist auf der 2 jetzt gerade und Ready Player One. Aber wir hatten gerade das Wochenende, jetzt, bevor wir das gedreht haben, das schlechteste Deutschland besuchte Kinowochenende seit 12 Jahren. Und vor 12 Jahren war Fußball-WM im eigenen Land. Also um das mal als Vergleich zu nehmen, die Leute gehen da weniger ins Kino. Wir wünschen uns natürlich, dass sie mehr gehen. Aber das hängt natürlich auch immer von den Filmen ab und wie sehr die Leute Bock darauf haben. Okay, A Quiet Place. Was darf es als nächstes sein, Herr Hein? Ich würde einen der großen Blockbuster nehmen. Wollen wir Avengers oder Infinity? Oder Infinity War. Dann nehmen wir doch, wollen wir erstmal Ready Player One machen? Lass uns Ready Player One machen. Steven Spielberg. Im Jahr 2045 sind viele Teile der Welt heruntergekommen, weil die Menschen irgendwann aufgehört haben zu versuchen, die globalen Probleme zu lösen und lieber mit ihnen leben gelernt haben. Der 18-jährige Wade Watts lebt in der am schnellsten wachsenden Stadt Columbus in Ohio in einem riesigen Trailerpark. Jedoch stellen die äußeren Umstände kaum ein Problem dar, denn der Großteil der Menschen begibt sich täglich in die Oasis. Eine virtuelle Realität, in der man alles, ja wirklich alles machen und sein kann, wer oder was man möchte. Der einstige Erfinder der Oasis, James Halliday, ist inzwischen verstorben, aber hat ein Easter Egg verbunden mit mehreren Aufgaben hinterlassen. Wer es findet, erbt nicht nur Hallidays gigantisches Vermögen, sondern auch die gesamte Oasis. Da Wade ein großer Fan der 80er Jahre ist, wie es auch Halliday war, versucht er in Form seines Avatars Parzival das Easter Egg wie so viele andere zu finden. Unter anderem aber auch ganze Firmen wie die IOI konkurrieren in der Jagd, an deren Ende die Macht über die Zukunft der Menschheit steht. Meine reißerischen Inhaltsangaben, ne? Es ist wirklich so, wie ich immer sage, so, ne? Wie wenn der Erzähler aus dem Spiel, der Halliday, der fungiert ja dann auch so ein bisschen dann so, um den Parzival immer wieder so durch die Levels quasi zu geleiten, zwar immer nur ganz kurz, aber der hat auch eine ähnlich beruhigende Stimme wie du. Wie deine Mutter, hast du immer gesagt, in einer anderen Folge. Ja. Okay, Ready Player One. Wer zuerst? Du dich. Haben wir zusammen gesehen? Ich habe ihn jetzt sogar schon ein zweites Mal geguckt. Ich auch. Ja, oh, okay, alles klar. Du bist ja völlig begeistert gewesen. Ich fand ihn gut, allerdings nicht so gut wie du. Deswegen fang du doch am besten an, mal zu sagen, also ich glaube, bei dir kommt ganz viel rausgesprudelt, weil dieser Film auch so viel bietet. Ne? Also erst einmal eins vorneweg zu meiner Verteidigung. Ich liebe diesen Film, obwohl ich weiß, dass die Grundgeschichte eigentlich relativ einfach ist. Und dass sie auch zu dem Buch, was ich nicht gelesen habe, mir aber viele gesagt haben, doch sehr vereinfacht ist, weil sich vieles nicht darstellen lässt. Aber was ich so mag an diesem Film, es ist so klassische, in alter IT-Manier. Es gibt diesen guten Typen, es gibt die Gruppe, es gibt Freundschaft. Die könnten alle viel mehr Stress haben. Bösewicht, der ist eigentlich relativ eindimensional und nur mit einem leichten Grinsen hinterraus bekommt er mal ganz kurz ein bisschen Tiefe. Mir ist völlig klar, dass das einfach gehalten ist. Aber ich habe nicht großes Drama erwartet, sondern ich habe erwartet, als jemand, der Spiele mag, nicht so sehr wie du, aber für jemand, der Filme mag, genauso sehr wie du, dass man so viel geboten bekommt an unglaublichen Eindrücken und ein Ritt durch eine Welt mit so vielen Hommagen, dass ich mir sage, wow, hier fühle ich mich wieder wie als kleines Kind. Und mir ist es so gegangen. Ob King Kong, Jurassic Park, der Gigant aus dem All, ein riesengroßes Shining-Set, was komplett digital mit den exakten Kameraeinstellungen nachgemacht wurde, oder eben diese Geschichte rund um, weiß ich nicht, du hast
Clark Kent-Brillen, mit denen du dich sofort verkleiden kannst. Das sind so viele Gimmicks, die einfach toll anzusehen sind. Ich bin wie ein kleines Kind vor der Leinwand geworden und habe gesagt, das ist Steven Spielberg, warum ich auch das als Kind so geliebt habe. Und dieser Film ist für die Leinwand gemacht. Nachdem ich ihn das erste Mal gesehen habe, habe ich 3 Wochen jeden Tag Jump gehört und jedes Mal laut gerufen, Ready Player One, wenn Jump anfing, weil damit auch der Film anfing. Das war einfach so herzlich. Ich weiß, dass es für viele, die das Buch gelesen haben, sicherlich nicht die Top-Verfilmung ist und dass es auch viele erkennen, dass es eigentlich eine einfache Geschichte ist, wenn man mal das Ganze ringsherum wegnimmt, was dieser Film hat. Aber ihr lebt durch das ringsherum und ich habe mich darin verliebt. Und deswegen mag ich Ready Player One. Ich finde es auch vollkommen fair zu sagen, wir machen eine einfache Geschichte. Wenn die dann aber so effektiv gemacht ist wie in Ready Player One, finde ich das gar nicht problematisch, so, weil du, wie du selber sagst, allein durch die ganzen Gimmicks, durch die kleinen Easter Eggs, die du entdecken kannst, jeder entdeckt auch, glaube ich, was für sich. Also ich habe das immer wieder auch gemerkt mit den Leuten, mit denen ich da saß. Der eine hört das, was der andere nicht sieht. Das war jetzt falsch, aber der eine merkt das eine, der nächste bekommt wieder ein Easter Egg mit. Ich habe zum Beispiel ein Easter Egg immer wieder angesprochen, was vorher noch keiner irgendwie mitbekommen hatte. Es gibt eine Szene, wo sie am Anfang auf das allererste Rennen, wo Parzival auch noch nicht gewinnt, da ist das Batmobil, das Ur-Batmobil dabei. Und das stürzt dann den Abhang herunter. Aber während es bremst, bremst es so. Und das ist die alte Batman-Mobil. So bremst dieses Batmobil. Ernsthaft? Da dachte ich so, Alter, das kann doch nicht wahr sein. Ernsthaft? So, ja, wirklich. Hörst, wenn du dir nochmal anguckst. Aber hast du auch King Kong in dem Film gesehen? Nee. Okay, du hast einfach einen Kniff. Ich hab ein Auge. Du hast ein Auge für die ganz kleinen Details. So. Oder dieser Jingle aus Zurück in die Zukunft, wenn er den Zemeckis Cube zündet. Für mich war das Shining, der ganze Shining-Teil war für mich eine der schönsten Szenen aller Filme der letzten, also aller Blockbuster der letzten Jahre. Das war für mich so wirklich so, ich dachte so, wow, bis auf die Kameraeinstellungen runter, dieses ganze Feeling total toll gemacht. Und es ist eben genau wie du sagst, so Spielberg, ich würde ihm gar nicht mal zuschreiben, so diesen Effekt mit der Nostalgie, nämlich dafür kann er nichts. Das ist halt einfach Nostalgie und da empfindet jeder mehr, mancher weniger. Aber eben diese Grundstimmung mit dem Bösewicht, der nicht wirklich vieldimensional ist, aber der irgendwie, der charmant ist, aber trotzdem auch böse, ne? Aber und wie auch in den vorherigen Filmen, eigentlich benutzt er keine Waffe. Ganz am Ende hat er eine, aber am Ende löst sich die Situation mit einem Lächeln. Dann gibt es aber auch trotzdem gruselige Momente, wie das auch in den Spielberg-Filmen immer war, wie zum Beispiel auch in Indiana Jones auch erschreckende Sequenzen hatte, weil für mich zu guter Jugendunterhaltung auch Schrecken dazu gehört. Und eben dieses Zusammengehörigkeitsgefühl in der Gruppe, wie es in den Goonies war, wie man es halt auch aus Stand By Me oder so kennt, der zwar nichts mit Spielberg zu tun hat, aber was für dieses 80er-Gefühl aus Jugendfilmen steht. Was sie versucht haben, in so Sachen wie Stranger Things oder Super 8 wieder zurückzuholen, aber für mich nie funktioniert hat. Mhm. Das kriegt er spielend in diesem Film hin. Was für mich so eher so ein bisschen gestört hat, ist so, er wird mir zu kitschig an manchen Stellen. Er ist auch, er verpasst so, ne, diese Liebesgeschichte ist so nicht so meins. Und das Mädel, ich weiß gar nicht mehr ihren Namen, wie hieß sie gleich noch? Aphrodite, nee, Athena, sie hieß, hatte irgendeinen Namen. Ich weiß jetzt noch nicht aus dem Kopf. Warte. Und sie... Ich könnte Nago. Sie sagt ja dann, ey, ich sehe nicht aus wie in der Realität. Und dann trifft er sie und sagt, du Mann, du bist doch wirklich schön. Und sagt so, ach nein. Und dann versteckt sie ihre wirklich lächerliche, ne, also wenn sie wirklich ein Mädchen mit einer echten, mit einer Deformation dahingesetzt hätten, dann hätte ich gesagt so, okay, das ist eine Message. Aber dann hat sie hier einen roten Fleck, der ihr raufgeschminkt wurde. Da dachte ich so, ach komm. Das Muttermal ist schon ein bisschen größer, aber ich finde es auf jeden Fall, ich finde es cool, wie du es nachmachst. Ach nein. Ja, ach nein, nee, ach sag doch sowas nicht, ich bin wirklich hässlich. Und dachte, was denken jetzt die ganzen Leute, die sich gedacht haben, so, ey, hat das Ding ja wirklich mal so eine Message. Was wäre gewesen, wenn diese Sache mit dem... es wird ja immer wieder gesagt, dass da ja auch an der Stelle ein dicker Junge sitzen könnte. Ne? Du denkst, das wäre ein schönes Mädchen, aber in Wirklichkeit könnte das ja jetzt auch ein 400-Kilo-Koloss sein. So, was wäre gewesen, wenn sie das gemacht hätten? Ne? Klar passt das nicht in so einen Film, aber das wirkte so ein bisschen verlogen. Und an anderer Stelle dachte ich mir, ich als Gamer-Fan hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sowas wie The Shining mehr passiert wäre. So ein bisschen das, was ich mir auch bei
Ralf Reichts, falls du den noch kennst, gewünscht hatte. Falls ich Ralf Reichts ja, nicht kenne. Ja, klar. Da kommt aber, der zweite Teil. Ja, Ralf Reichts hatte falls ja auch du so. Du den noch kennst. Ralf Reichts schickt dich in, den ersten, in der ersten halben Stunde in lauter so Momente, macht ja ein bisschen sowas Ähnliches und hört dann aber auf damit. Und der Rest spielt dann in so einer zuckerbunten Süßigkeitenwelt. Und hier ist es tatsächlich auch so, dieser Shining-Moment hat mir gezeigt, wie wäre es gewesen, wenn die zum Beispiel am Ende in einem Atari-Spiel unterwegs gewesen wären. Ja, wenn, das kann ich verstehen. Also noch mehr solche Sachen. Im Buch ist es ja wohl, glaube ich, sogar auch eher so gewesen, dass sie das immer wieder gemacht haben. Stattdessen am Ende riesiges CGI-Getöse, wo ich ein bisschen, also das erste Autorennen fand ich brillant inszeniert, die letzte Schlacht fand ich eher so, ja, kennt man dann alles irgendwie okay. schon. Ich habe übrigens zwei Sachen gar nicht kommen sehen. Ich habe das nicht kommen sehen, oder beziehungsweise eine Sache nicht kommen sehen, was du meinst mit dem 400 Kilo schweren Jungen, dass sein Best Buddy eigentlich ein Mädchen ist. Echt nicht? Mir war die Stimme so runtergepitcht, das war klar, dass Mädchen. Ich war so, oh, hat mich überrascht. Das andere ist, weißt du, mit dem Shining-Part, ich kann als Gamer verstehen, vielleicht würde man sich wünschen, dass die Leute da, weiß ich nicht, in Warcraft oder was auch immer rumlaufen, aber wenn du wahrscheinlich Filmemacher bist und hast dann die Chance, auch all deine Idole und Freunde zu zitieren in so einem Film, also es muss ja abgefahren sein, wenn er seine Kumpels da, er kommt ja aus einer Riege, bei Spielberg muss man wissen, der hat sich früher bei Universal auf dem Studio ein Büro gekrallt, hat so getan, als würde er dort arbeiten, bis man ihn tatsächlich angeheuert hat, Fernsehfilme zu machen. Der ist ja so ein richtig krasser Typ, man wirft ihm immer vor, zu viel Mainstream zu machen, aber ich finde, der macht halt Märchen für die ganze Familie immer wieder und trotzdem mit die Verlegerin, der über 1 Million Mal in Deutschland angeschaut wurde, was ich richtig cool finde, dann auch wieder Stoff, der anders erzählt ist. Deswegen glaube ich, verdient er sich dann in so einer großen Szene, wo er auch ordentlich Geld rausnehmen muss aus dem Budget, dann wahrscheinlich eher in die Filmwelt als in die Gaming-Welt, die ihm vielleicht nicht ganz so zugänglich ist. Das soll er ja auch machen, aber auch da ist es ja nicht wirklich drin gewesen. Ne? Also es gibt so dann am Ende hast du immer diese Nods in Richtung so Chucky zum Beispiel, fand ich mega gut, ja, dass Chucky drin vorkam. Ich hatte irgendwie gelesen, weil ich selber nicht gesehen habe, dass es unter anderem eine Gremlin Graffiti irgendwo gab und so. Also überall diese kleinen versteckten Details, aber nichts, was so richtig ausspielt. Nichts, was so richtig wie in so eine, so wie bei The Shining, wo du dann denkst, so, oh, wie geil ist denn das jetzt gerade? Sondern es ist immer so kurz so, hier mal Chucky, hier der Iron Giant. Also es wird so alles auf dich geworfen, ohne das so ein bisschen zu vertiefen. Das fand ich halt, wie gesagt, ein bisschen schade. Ist kein großes Problem, weil am Ende bleibt eine, für mich eine Erfahrung, die spektakulär ist und die man so jetzt auch noch nicht gesehen hat. Wo aber mehr möglich gewesen wäre. Zum Beispiel wäre doch eine Schindlers Liste-Welt, wäre doch Knüller gewesen, wenn sie da unterwegs gewesen wäre. Auf jeden Fall. Da fehlen ihm die Worte. Da fehlen ihm einfach die Worte. Ja, Spielberg wollte ursprünglich in Deutschland, glaube ich, mal Schindlers Liste auch Schindlers List Originaltitel lassen, was in Deutschland nicht funktioniert hätte, weil. Verstehst du, ne? Ja, ja. Okay, also, wir mochten beide Ready Player One. Ich anscheinend ein bisschen mehr als du. Mich hat es zum Kind versetzt. Leider in Deutschland viel zu wenig Kinobesucher, wie ich persönlich finde. Nicht so dolle, wie es sollte. Ist ja auch in den USA nicht übermäßig. Leider schade. Ich weiß nicht, ob es tatsächlich der Look ist. Ich weiß nicht, ob es dieses 80er-Ding ist, also dass die Jugend von heute, die vielleicht noch bereit ist, ins Kino zu gehen, sagt so, 80er, was denn das? So, ne, weil ich meine, die Leute, die 2000 geboren wurden, sind jetzt volljährig gerade geworden. Das ist hart, ne? Ist hart. Ist wirklich, ist richtig hart. Ich sehe das ja auf meinem Kanal, wenn ich über so Sachen rede, die so Terminator 2 oder Mad Max. Ich habe neulich über Death Wish mit Charles Bronson. Da muss ich immer erst erklären, wer ist denn eigentlich Charles Bronson? Man muss akzeptieren, dass man mit Leuten inzwischen ganze intelligente Gespräche führen kann, die eine 2 vorne haben im Geburtsdatum ja. der Jahreszeit. Naja. Okay, das war's zu Ready Player One. Was darf es als nächstes sein, Herr Hein? Ich möchte Lady Bird gerne haben. Lady Bird? Das klingt doch nach deinem heimlichen Pseudonym im Internet. Lady Bird. Christine McPherson, die in Sacramento lebt, hat sich selbst den Namen Lady Bird gegeben und ist mit ihrem Leben recht unzufrieden. Zwar ist ihre Familie intakt, aber die ständigen Geldsorgen, die extrem dominante Mutter und der ständige Anstand an ihrer katholischen Highschool machen ihr zu schaffen. Sie will ans College, an die Ostküste und sich unter die Künstler und Freidenker mischen, jedoch fehlt hierfür das Geld und die guten schulischen Leistungen. Aber vor Lady Bird liegt ein Jahr voller Erfahrungen und Veränderungen und es zeigt so klar, wie schwer es ist, erwachsen zu werden. Ja, wir eröffnen gleich mal. Für mich der beste Film des Jahres. Um Klassen besser als Shape of Water und alle anderen, die für den Oscar nominiert waren dieses Jahr. Kann ich überhaupt nicht verstehen, dass sie den so übergangen haben, weil das ist, also ich saß da und war wirklich wie weggeblasen von der
Art und Weise, wie Dialoge geführt werden in diesem Film. Ich krieg Gänsehaut, wenn ich deine Begeisterung höre. Ja, Entschuldigung. Von der Art und Weise, wie Dialoge geführt werden, wie diese Figuren geschrieben sind, wie sie zum Leben erweckt werden, von einem unglaublich lebendigen Schauspiel auch. Jede einzelne Person in diesem Film hat mir wahnsinnig gut gefallen. Saoirse Ronan. Dieser Name. Saoirse, ja, wird sie ausgesprochen. Ich hatte sie damals mitbekommen in dem grauenhaften, ich glaube, er hieß The Lovely Bones von Peter Jackson. In meinem Himmel? In meinem Himmel. Mhm. Furchtbarer Film. Und da dachte ich so, okay, aus der wird mal nix. Aber da, die ist wahnsinnig gut, wie sie Hast du Brooklyn gesehen mit ihr? Nee, habe ich nicht gesehen. Und Laurie Metcalf, die ich seit ganz offen seit Roseanne nicht mehr gesehen habe, wie toll die gespielt hat. Ja? Auch mit Lucas Hedges und Timothy Chalamet, zwei jungen Darsteller, die die Zukunft Hollywoods sein werden, meiner Ansicht nach. Auch großartig. Und dann wechselt der durch die Stationen in einem Tempo, wie dieser Film geschnitten ist. Das habe ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Dass ein Film so schnell da durchwächst, ohne aber dass du das Gefühl hast, dass dir jemand einfach so Instagram-Bilder an den Kopf wirft, so, wo einfach ein schöner Moment oder ein Moment auf den anderen und dann ist sie auf dem College und dann knutscht sie. Aber das ist so schön miteinander verbunden, aber trotzdem ganz schnell. Ich finde das total faszinierend, wie jede Szene anfängt, weil keine Szene wirkt gestellt, weil manchmal schneiden die in einen Dialog rein. Die Figuren befinden sich schon in einem Gespräch, als wärst du einfach nur als Beobachter dabei. Das wirkt alles so echt, so lebensnah. Und ganz, also es gibt so Momente, wie sie dann diesen ersten Kuss hat, wie sie das erste Mal Sex hat, wie sie dann am Ende in dieser neuen Stadt ankommt und sich betrinkt und irgendwie, also wie sie zur Frau wird in dieser Zeit. Das fand ich total toll. Ich fand diesen Film unglaublich, also so jedes junge Mädel oder jede Frau sollte diesen Film unbedingt gucken, aber auch die Männer, ne? Also ich finde, das ist auch für Leute, die da offen sind, der Film. Also ich fand den fantastisch. So. Also das macht so Spaß, dir zuzuhören, die Begeisterung zu sehen. Ich hatte Lady Bird, habe ich gesehen. Ich habe ihn im Januar. Ja, wir haben jetzt, der läuft, der ist ja drüben schon. Wir haben jetzt den Siroskop Mai. Ich habe den im Januar gesehen, ja, weil wir auch hinter dem Mikrofon mit den Synchronsprecherinnen der Hauptfiguren gedreht haben, mit der Synchronregisseurin und dann nochmal zur Social Movie Night nochmal mit einem großen Publikum, die auch alle begeistert waren. Und ich kann dir da nur beipflichten, dass das ein so, dass das Schöne ist, du kannst diesen Film gar nicht spoilern. Du kannst eigentlich erzählen, was so passiert, so ein paar Keypoints. Der lebt so von dem Wie. Du kannst ihn nicht spoilern. Und dieses Wie konnte ich nicht so richtig in Worte fassen, weil ich hinterher überlegt habe, was macht dieser Film so speziell, was mir an so vielen anderen Filmen gefällt. Und es müssen kleinste Schrauben sein, die Regisseurin Greta Gerwig da genau richtig hinbekommt, wie sie genau richtig festzieht, die dann dafür sorgen, dass ein wahnsinniges Tempo, aber gleichzeitig trotzdem eine emotionale Tiefe dabei entstehen, die ich in der Mischung fast nie, also mir fallen so Filme wie ich hatte so Little Miss Sunshine im Hinterkopf, die gleichzeitig eine, so total vital durchlaufen, gleichzeitig aber so ein erhöhendes Gefühl bei mir ausgelöst haben, wo alles gepasst hat. Das gibt es nur alle 10 Jahre sowas, wie ich finde. Ja, das ist so schön zu hören. Lady Bird, 5-fach Oscar nominiert, ja, nicht einen bekommen. Unerklärlich. Harte Nummer. Auch bei den Oscars selbst hieß es ja, so und so viele Regisseure sind nominiert und Greta Gerwig. Also sie haben das ja auf der Bühne tatsächlich so zelebriert. Dieser Film ist unglaublich berührend und jeder kennt, glaube ich, bei Lady Bird diese gewissen Gefühle. Wenn dein Herz bricht sofort, wenn du dich verguckst und dir denkst, oh fuck, ich wollte jetzt aber nicht mich gleich verlieben mit einem Augenschlag und eigentlich bin ich ja woanders. Ich hasse meine Schule. Ich finde dieses Mädchen, was so beliebt ist, irgendwie toll. Ich will mit ihr befreundet sein, weil das ist vielleicht besser für mich. Verrate ich meine eigene Freundin? Ich hasse meine Eltern, ich liebe meine Eltern. All diese Dinge kommen zusammen und vor allem diese große Sache, was will ich eigentlich aus meinem Leben machen? Eine Frage, die kannst du dein ganzes Leben lang rumtragen, bis du stirbst, um dann festzustellen, ach, das war's, mich fragen. Aber der Film macht dabei nicht so, dass er das machen viele andere Filme, dieses Erwachsenwerden, legen so eine Last drauf. Aber der bleibt immer leichtfüßig. Selbst als sie ihren Freund dabei erwischt, wie er auf einem Schulklo mit einem anderen Kerl knutscht,
bleibt das Ganze immer so leichtfühlig. Sie geht dann raus, dreht sich um, so stampft dann da so weg und dann liegt sie dann da, dann siehst du die nächste Szene, wie sie da liegen im Auto und dann Lieder singen. Ich dachte so, das haben meine Kumpels und ich früher auch gemacht, dass wir im Auto die Sitze zurückgemacht haben, die Musik angemacht haben und wenn wir traurig waren, haben wir irgendwelche Rocksongs gehört und die zusammen mitgesungen und dann war dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, was hier ein bisschen, ne, und das... Das ist alles. Dann fängt die nächste Szene an. Und das alleine reicht, um eine Message rüberzubringen. Der Film oder Greta Gerwigs Drehbuch ist also in der Lage, dich zu berühren mit Dingen, die du selbst aus deiner Vergangenheit herausziehst. Und das fand ich, also da muss nicht groß rumgeredet werden. Da müssen keine großen Tränen vergossen werden. Das passiert auch fast im Film fast gar nicht. Und das fand ich alles wahnsinnig faszinierend. Apropos Tränen, aber die Szene, die du gerade gesagt hast, wo gerade dieses Lucas Hedges auf dem Klo mit dem Typen rummacht und der dann anscheinend... Und er dann weint hinterher. Die sich wieder treffen. Oh, super gut. Und er will sich richtig entschuldigen, toll. Er will sich entschuldigen, weil er hat sie ja irgendwie betrogen. Und sie ist sauer auf ihn. Und er hat aber Angst, dass seine Homosexualität rauskommt. Und er will es natürlich seiner Familie sagen, aber ja. Er weiß nicht wie und wann. Und sie switcht um von, auf der einen Seite wurde ich verletzt, aber wie geht's denn ihm? Ihm ist es ja noch viel schwieriger, sein ganzes Leben. Und dass sie da einlenkt. Und das fand ich so wahnsinnig menschlich. Wie sie sich so in toll. Den Arm nehmen und denkst so, das ist so... Genau, und er, Gänsehaut, wenn ich daran denke. Er als Schauspieler weint auch so ehrlich. Ne? Das ist so dieses richtig... Der ist so groß, der Junge. Die sind alle so... Der hat in Manchester by the Sea auch so gerockt, Lucas ja. Hedges. Den gucke ich auch so, weil die zum Beispiel, die spielen ja auch auf einer Theaterbühne zwischendurch. Der spielt das alles so, so warmherzig, so offen. Das ist für mich die junge Variante von einem Domhnall Gleeson, der auch so was besonders Zartes, Tolles hat. Ich bin echt, also Lady Bird, ich gebe dir recht, ich finde den ganz, ganz toll. Ich freue mich, dass du den so großartig findest. Leute, guckt euch ihn an, wenn ihr noch könnt. Der funktioniert nachher, glaube ich, auch noch auf Blu-ray ziemlich gut zu Hause. Der ist trotzdem noch eingängig, aber die Leinwand, so eine Filme, geht euch Lady Bird. Ich würde mir da wirklich wünschen, dass das so einer wird wie dieser Garden State der aktuellen Generation. Sowas, so diese Zach Filme, Braff damals mit Garden State. Genau, diesen Film, der so eine Generation an heranwachsenden Jugendlichen mitbegleitet hat und der so auch als der Film für dieses Erwachsenwerden galt. So, und sowas würde ich mir für Lady Bird wünschen. Okay, das zu Lady Bird. Was darf es als nächstes sein? Ich würde sagen, wir machen Avengers als letztes und kommen mit dem zweitbesten Film des Jahres, nämlich Der Sexpakt um die Ecke. Der Sexpakt. Blockers im Original. Musst du da wirklich die Geschichte vorlesen? Oder? Ja. Ja. Der Sexpakt. Ficken, 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 ficken. Vom ersten Schultag an sind Kayla, Julie und Sam beste Freundinnen, doch inzwischen sind viele Jahre ins Land gegangen und der Abschlussball steht an. Um diesen gebührend zu feiern, beschließen die drei einen Sexpakt und wollen in besagter Promnacht ihre Jungfräulichkeit verlieren. Egal ob romantisch geplant oder einfach mit dem Nächstbesten, dieser Pakt soll ihre Freundschaft nur noch fester zusammenschweißen. Blöd nur, dass ihre Eltern über eine Verkettung von Nachrichten davon Wind bekommen und so gar nicht begeistert sind. Kaylas muskelbepackter Vater Mitchell mit weichem Kern, Julies überfürsorgliche Single-Mom Lisa und Sams geschiedener Vater Hunter beschließen in einer Nacht voller schräger Abenteuer, ihre Kinder vor einem großen Fehler zu bewahren. Ja, also erstmal die ganze Ausgangssituation ist so, ne, diese typische US-Prüderie, die dann da so ein bisschen mit reinmischt. Witzigerweise ist der Film aber schon sehr deutlich in vielen Szenen. Ich finde auch gut, dass er mit Jugendlichen, ein bisschen das, was Lady Bird auch macht, so mit junge Mädels, die ihre Sexualität entdecken und das kann schon für viele, glaube ich, die den Film gucken, junge Mädels, vielleicht dann auch so ein bisschen Empowerment dafür sorgen, dass man sich auch über die Eltern stellt, dass man auch seinen eigenen Weg geht und dass man auch guckt, dass man vorsichtig ist, aber dass man sich auch ausprobiert und das auch darf, dass man nicht automatisch Schlampe ist, nur weil man mit jemandem schlafen will, sondern dieses frühere altertümliche Frauenbild ist ja meiner Ansicht nach auch längst überwunden. Und das sind gute Messages, die dieser Film transportiert. Weniger gut finde ich den plumpen Humor darum herum. Ich finde diese ganze, dieses ganze Miteinander zwischen John Cena und den anderen beiden, die ich namentlich gar nicht mal benennen kann. Leslie Mann und Ike Barinholtz. Ich weiß nicht, woher man ihn kennt. Den fand ich wirklich auch schrecklich geschrieben, bis auf einige wenige Szenen. Ich fand gut, dass er zum Beispiel die Homosexualität seiner Tochter auch längst entdeckt hatte und dann in einer späteren Szene mit ihr darüber spricht. Das sind schöne... Boah, die Szene mochte ich so die sehr. Die mochte ich auch. Aber vorher ist er so dieser...
Also ein bisschen wie der Homer Simpsons, der dann immer so für den Gag dann sorgen soll. Was ist denn jetzt gegen Homer Simpson? Der war am Anfang in den ersten Staffeln, war Homer Simpson irgendwie so ein bisschen leicht vertrottelt, aber jetzt liebenswürdig. Jetzt machen wir nicht die Simpsons kaputt. Und wurde in den letzten Staffeln... Ich gucke noch heute jede Folge, wenn sie rauskommt. Ja, aber der ist mittlerweile... Auf, David. Okay, also wir bleiben bei Blockers. Ich fand so dieses Miteinander nicht so doll. Ich hätte mir von John Cena irgendwie was anderes erwartet oder so. Ich muss sagen, der ist mir überwiegend egal gewesen. Also bei Blockers, erstmal muss ich sagen, bei der Sexpakt, ich war sehr skeptisch nach dem Trailer, weil ich mag keine Komödien, die unter der Gürtellinie die ganze Zeit stattfinden. Und der Trailer war sehr darauf ausgelegt, mit Arschbier und Co. Dann habe ich ihn sehr früh geschaut, auch auf der Vorbereitung für eine mögliche Social Movie Night, ob man das machen will oder nicht. Und ich war dann sehr überrascht tatsächlich, weil der Humor eben nicht die ganze Zeit dort stattfindet, weil eben Sachen wie Homosexualität dort ziemlich locker aufgenommen werden. Aber ich mochte auch diese Szenen, die dann einen gewissen Tiefgang letztendlich entbehrt haben. Also ich mochte eben, wie er feststellt, oder sie ihm sagt, dass sie eben nur ein Lesbisch ist, aber vor allem der Moment, als er feststellt, dass sie es als erstes ihm sagt. Das hat bei mir total eingeschlagen. Vielleicht ist es auch, ich weiß nicht, wie, aus welchem Elternhaus du kommst, aber wenn man vielleicht auch geschiedene Eltern hat, guckt sich das vielleicht auch nochmal anders. Ich habe mich da super irgendwie einfühlen können in dieses Vertrauen, Misstrauen, Nähe, Nicht-Nähe und so. Und ich fand das eigentlich ganz schön. Und John Cena, der, ich mag es eigentlich, der hat ja schon bei Dating Queen mit Amy Schumer damals so gegen seine Art und Weise gespielt. Damals war er so aus Versehen immer homosexuell in Dating Queen. Hast du den Film gesehen? Wo er immer Leute anpöbelt im Kino und sagt, hey, ich fick dich von hinten, wenn er ihn so anpöbeln wollte. Und denkst so, was ist los? Also es war damals so skurril, witzig. Dann hat er schon angedeutet, er wird gegen sich selber gehen, gegen seine Art. Und im Blockers ist er eben der weint, wenn er die Eiskönigin guckt und der immer sofort irgendwie drüber gerührt ist und der eigentlich seine ganze Kraft und so nicht ausleben will, weil er so einen süßen Kerl hat. Ich mag dafür das. Reichen das seine schauspielerischen Qualitäten leider nicht aus. Ich denke, da kommt noch was. Ja? Ich denke, okay. Also ganz ehrlich, zum Beispiel nehmen wir Dwayne Johnson, der ja irgendwie so das Pendant ist. Also der schwingt gleich immer irgendwie so mit. Und Dwayne Johnson ist zum Beispiel auch einer, der wird immer, glaube ich, im Kino Blockbuster machen, weil er es einfach auch ein Moneyboy ist, aber einer, der hart arbeitet. Aber in Ballers, der Serie zum Beispiel, zeigt er, wie gut er spielen kann. Und ich glaube, mit einem ordentlichen Coaching und allem sehe ich bei John Cena jetzt, dafür, dass er noch so am Anfang steht, eigentlich mehr Potenzial für Entwicklung und Tiefe, als zum Beispiel bei einem Dwayne Johnson dann noch was Ernsteres zu machen. Nur seine Muskeln und seine Präsenz werden ihm immer ein bisschen im Weg stehen. Weil die Leute immer ja sofort so denken, was, wie es bei dir auch so. Dass meine Muskeln und meine Präsenz mir halt irgendwie zu noch größerem im Weg stehen. Okay, gut, also John Cena und du, ihr habt einfach so viel gemeinsam, David. Ich muss am Ende sagen, ich fand diesen Film lustiger, als ich dachte, weil er nicht so viel unter der Gürtellinie ist. Ich finde, der geht ein bisschen tiefer, als ich erwartet habe. Das ist wohl und wahr, ich ja. glaube, es ist ein einfacher, man nimmt sich zurück, man hat Spaßfilm. Ich trage den nicht ewig mit mir rum. Und der hat auch keinen Humor wie ein Lady Bird, der feinsinnig ist, der so nah am Leben ist. Sondern er ist ein bisschen drauf, er ist ein bisschen drüber, er ist ein bisschen eklig, aber er ist auch wirklich... Ich finde, mit Herz gespielt. Die Leute hatten Bock, das zu machen und du merkst, die haben eigentlich eine gute Chemie. Und ich will dann niemandem vorwerfen, weil der Trailer sagt dir, in die Richtung wird es gehen, das Publikum bekommt es, was es will. Ich fand den lustig, für mich in Ordnung. Ich habe verdammt viele schlechtere Komödien in meinem Leben gesehen. Du, da sagst du was. Also das ist, da gebe ich dir recht, tatsächlich war es so, auf dem Weg hierher habe ich überlegt, was sage ich über der Sexpakt und wollte kurz nochmal Revue passieren lassen, wie ich ihn fand und musste mich anstrengen, mich zu erinnern, was ich denn an Szenen, also, ne, ein paar habe ich im Kopf, aber ich hatte den direkt wieder vergessen. So egal war er mir. Und das ist dann immer so, dass bei Game Night, über den wir letzten Monat gesprochen hatten, war das gar nicht so. Den fand ich, ne, den fand ich auf so vielen Ebenen viel besser. Das ist vielleicht auch ein bisschen der Humorgeschmack, aber ja, er war, wie du sagst, überraschend besser als manch andere Komödien. Ich glaube, man kann sagen, wenn du beim Trailer schon dachtest, boah, geil, dann geht da rein. Dann guckt euch den an, weil dann bekommt ihr das, was ihr wollt. Und alle anderen, die lassen es. Wobei er wirklich nicht ganz so derbe ist. Also ist dann auch noch ein bisschen Mainstream-lustiger. Es ist ein bisschen blöde, sich auf dieses reine Sex-Thema im Trailer und dann als den großen Kicker im Trailer diese Arschbier-Szene zu nehmen, weil das ist die einzige wirklich derbe Szene. Und dieses ganze Sex-Thema wird eben, wie ich schon sagte, eigentlich sehr erwachsen angegangen. Also nicht jetzt, dass die ganze Zeit so ficky-ficky und, ne, sondern es gibt natürlich auch wieder das typische Kotzen im Auto. Ich dachte, ach, nein. Das mochte ich tatsächlich auch nicht, dass er das drin hat. Ach, wieso muss es immer sowas geben? So, aber was würde Vin Diesel tun? Was würde Vin Diesel tun? Ja. Okay, ihr seht es jetzt. Vin Diesel würde Groot in Avengers Infinity War synchronisieren. Oh, du bist der Meister der Überleitung. Papa. Mein Yoda. So, ich habe gerade schon gesagt, ich finde das eine tolle Folge. Bis jetzt. Ja, gucken wir mal. Denn jetzt kommen wir zu Avengers Infinity War. Leute,
Es ist ein Spoiler-Format. Wir werden spoilern. Ich sage das jetzt nochmal, ich sage das nochmal nach der Inhaltsangabe, damit es auch allen klar ist. Im 19. Film des Marvel Cinematic Universe innerhalb von 10 Jahren kommt es zu dem wohl größten Kampf, den es jemals in der Geschichte der Superheldenfilme gab. Nach den Rettungsmissionen der Erde der Avengers in ihrem ersten Abenteuer und im Kampf gegen Ultron stehen sie nun vor dem wohl mächtigsten Feind, der aber kein Unbekannter ist. Es ist Thanos, der zusammen mit seinem Gefolge nichts Geringeres möchte, als in den Besitz aller Infinity-Steine zu gelangen, die ihm grenzenlose Macht verleihen. Doch die Avengers sind inzwischen stärker als je zuvor durch Unterstützung von beispielsweise Spider-Man, Doctor Strange, dem Black Panther und vielen mehr. Und auch die Guardians of the Galaxy haben ihre ganz eigene Verbindung zu Thanos. Trotz bestehender Konflikte und vorhandenem Misstrauen müssen sich all unsere Helden zusammenraufen, um diesem Feind entgegenzutreten. Das ist eine spoilerfreie Inhaltsangabe, oder? Ja, ja, klar. Ich meine... Da, weißt du, wenn ich so eine Review mache, muss ich schon mal, wie ich dann denken, also mein Kopf so, wie schreibst du das jetzt oder überlegst du das, ohne erstmal nichts zu sagen? Gut, aber das ist so die Sorte Film. Ich glaube, ich würde nie da eine Inhaltsangabe vorher bringen, weil wer da deine Review guckt und nicht weiß, was vorher passiert ist, der soll sich bitte löschen aus dem Internet und aus dem Leben. So, weil ich meine, mittlerweile hat man nach 9, wie du selber sagst, nach 18 Filmen einfach, weiß man einfach, was ist. Und wenn nicht, dann hat man es sich irgendwie von Freunden erzählen lassen. Aber ja, das ist die große... Achtung, ich will nur mal an der Stelle sagen, Leute, und fürs Unterbrechen, ich sag's nochmal, wir spoilern in diesem Format. Wir werden jetzt Wendungen und Dinge in Handlungen sagen, wo Leute sich tausendmal fragen, wird sowas passieren, was wird passieren? Wir werden wahrscheinlich vieles davon sagen. Und an dieser Stelle, nach 3 Warnungen, Anfang der Sendung, vor der Inhaltsangabe und jetzt nochmal, wer jetzt dranbleibt, schreibt bitte nicht in die Kommentare, ich wollte nicht gespoilert werden über Infinity War. Es reicht. Okay, Punkt. Es ist die große Conclusio einer 10-jährigen aufgebauten Geschichte, die immer mal wieder eingestreut wurde, was ich... erstmal so ein ganz großartiges Vorhaben, hat vorher noch nie jemand gewagt und die Geduld und das Durchhaltevermögen zu haben und jetzt nach 10 Jahren dann zu kommen und zu sagen, hier, jetzt ist das, was wir immer wieder angeteasert haben, endlich gekommen. Das finde ich schon mal, selbst mich als Marvel-Skeptiker und jemand, der die Formel mittlerweile nicht mehr sehen kann, der Thor Ragnarök mittelmäßig fand, der Black Panther mittelmäßig fand, war ich jetzt selbst gehypt. Hatte aber mehr als genug Skeptik noch im Blut. Bin gestern ins Kino gegangen und dachte, naja, mal gucken, und bin völlig weggeblasen worden. Also ich bin wirklich, wirklich erstaunt, überrascht und einfach auch happy, dass dieser Film mich voll abgeholt hat. Ich kann dir gar nicht sagen, so, warum ich jetzt den so anders finde, aber es gibt so viel, gibt so ein paar Sachen. Ich habe gestern als der Abspann losging zu den anderen, Steve und Frodo und so, dass neben meinte, dieser Film ist ja mehr DC als DC. Und da mussten sie laut lachen, weil diese Tonalität und eine gewisse Ernsthaftigkeit hinten raus, sie brechen einfach mit dem, was du vorher von Marvel gewohnt warst, vermeintlich. Entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Das finde ich super. Ich führe erstmal weiter aus. Ich war nur gerade kurz, ich wollte das nur kurz einstreuen. Ich wollte dich gar nicht unterbrechen. Ich finde den Ton großartig. Der Film macht auch gar keine Gefangenen. Das geht von Anfang an los. Sie hatten ja vorher schon angekündigt, dass Thanos gleich zeigen wird, warum er so gefürchtet ist. Das machen sie in einer sehr, sehr guten Szene, weil... fangen wir mit dem ersten Großen an, Loki stirbt, er tötet ihn wirklich mit einem Griff. Das an sich fand ich gar nicht so heftig, weil für mich haben 2 Szenen viel mehr ausgesagt. Nämlich einerseits, dass die Handlanger von Thanos ebenfalls für sich alleine jeweils mit einem der Avengers locker mithalten können. Und dann kommt plötzlich der Hulk und wird von Thanos einfach nur zerstört. Das führt Gänsehaut, wenn ich dir zuhöre. Das führt zu einer gefühlten Identitätskrise von Bruce Banner im Verlauf des Films. Fand ich einen ganz cleveren kleinen Kniff. Aber in diesem Moment dachte ich, okay, alles klar, der Typ kann was. Und danach bleibt das genau so. Ja, und zu dem Zeitpunkt, wo er den Hulk kaputt macht, hat er einen Infinity-Stein. Genau, einen Infinity-Stein. Und mit jedem Stein, den er dazu bekommt, erstmal bin ich super überrascht gewesen, dass er überhaupt tatsächlich alle 6 Steine bekommt. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, irgendwie im zweiten Teil passiert das dann. Aber mit jedem Stein, mit der dazukommt, merkst du auch
als Zuschauer auf deiner Brust wirst du so, oh Gott, er hat noch einen mehr. Was heißt das jetzt für die anderen? Weil du weißt ja, dass ne, zum Beispiel der Timestone von Dr. Strange, was der mit diesem Stein alleine anfangen kann. Und Thanos nutzt diese Fähigkeiten auch immer wieder. Mit dem Reality Stone löst er einfach zum Beispiel die anderen, so Nebula, nee Quatsch, Mantis und Drax, löst er einfach so auf und macht aus ihnen Hackfleisch sozusagen. Ne? Und das, also das macht, passiert in dem Film, sterben immer wieder wichtige Charaktere, immer, also die ganze Zeit. Und es bleibt die ganze Zeit so, dass du denkst, so, okay, hier sind alle Zügel losgelassen. Endlich ist da diese Stakes sind endlich wieder da. Also wo man endlich mal wieder mitfühlt, wo du nicht weißt, okay, Black Panther, klar, Origin Story, was soll passieren? Was soll Black Panther passieren? Ne? Und hier weißt du von Anfang an nicht, Tony Stark wird ja dann am Anfang relativ schnell mit Spider-Man auf eines dieser Raumschiffe von Thanos hinaufgezogen und er hat dann noch so eine letzte Übertragung von Piper, die dann sagt, geh da nicht rein, Tony, geh da nicht rein. Und du denkst so, oh, nein. Pepper meinst du? Pepper, genau. Schön auch, dass sie wieder auftaucht. Ja. Gwyneth Paltrow. Ich frage mich immer nach Iron Man 3, was ist mit ihrer ganzen Magma-Lebenskraft? Ja, was wird das? Ist ein bisschen die kriegt ja irgendwann, die muss ja auch mal, hat ja was nach dem dritten Teil. Aber diese Szene fand ich auch großartig, weil das, also die ganze Zeit ist da wirklich wie so ein Damoklesschwert, das so über diesem ganzen Film. Und dabei mochte ich aber, dass das nicht einfach nur ein Abhaken von Gefahren-Checkboxen ist, sondern Thanos als Bösewicht ist für mich einer der besten Bösewichte aus allen Comicfilmen. Und das ist auch mit dem Joker on par für mich. Ist nicht dass diese gleiche Wahnsinn, nicht die gleiche Schauspielfähigkeit, aber die Tiefe, die dieser Charakter hat und tatsächlich auch die Motivation, die irgendwo Sinn ergibt, wirklich, warum er das halbe Universum auslöschen will. Ich fand das großartig, fand die letzte Szene im Film mit Thanos, fand ich großartig, fand die ganze Interaktion mit Gamora großartig. Den fand ich fantastisch, ich fand die Handlanger fantastisch, ich fand die Art, wie die Russo-Brüder all diese kleinen Dinge miteinander verweben, dass das alles irgendwie Sinn macht, dass es alles aber halbwegs sogar elegant wirkt, fand ich brillant, dass diese Deus Ex Machina Events, ne, dieses typische Ding, etwas passiert und plötzlich ist da einer, ja, und sagt so, nee, Moment, den greifst du jetzt nicht an. Es gibt zum Beispiel diesen Moment, wo Captain America plötzlich in Schottland ist, um Vision und Red Scarlet zu retten. Das passiert aber, weil vorher Bruce Banner das Telefon in die Hand nimmt und seine Nummer wählt. Oder dann gibt es den Moment, wo Thor sich eine neue Axt machen lässt. Und in einem Nebensatz sagt der Zwerg, der ihm diese Axt macht, also theoretisch könnte der auch den Bifrost beschwören. Im nächsten Szene taucht er auf dem Battlefield auf in so einem super epischen Moment mit Das war der Moment. Entschuldige, den Moment, den du gerade sprichst, als Thor da auftaucht. Das ist der Moment, wo man dachte, okay, du bist vorbereitet auf eine gewisse Epic, ja. Und dann bricht alles. Und du hast das Gefühl, die ganze Leinwand müsste gleich zerplatzen und das ganze Kino explodieren. Und du schreist noch schreiend, ja, während du drin stirbst. Keiner hat es gemacht. So, also es war total ruhig in dem Kino. Ich glaube auch, was daran lag, weil alle. Wir haben oben in der Ecke wir waren sehr, oh mein Gott. Also wir mussten uns die Münder zuhalten. Ich glaube auch, aber jeder musste sich den Mund halten, weil die Stimmung und die Spannung ist so unerträglich zum Teil, weil alles bleibt so, oh, was kommt als nächstes, sodass du willst. Schreien, aber du kannst nicht, weil du dir ja schon wieder die Luft anhalten musst. Und dieser Moment, auch der ist irgendwie durch clevere kleine Drehbuchideen hergeleitet, sodass ich sagen muss, diesen Koloss auf 3 Stunden so hinzubekommen, dass das Pacing... 2,5 Stunden. Ich höre auch. Ich möchte doch nur korrigieren. Ja, also, Entschuldigung. Aber das Pacing so hinzubekommen, dass man gefühlt ganz nur wenige Downtimes hat, dass man aber auch, dass das alles irgendwie miteinander verknüpft ist, dass jeder so seine Zeit bekommt. Klar, ein Steve Rogers oder zum Beispiel auch der Winter Soldier haben fast gar keine Zeit, aber genug, sodass ich finde zum Beispiel dieses Ding Vision und Red Scarlet, dieser kurze Moment in Schottland fand ich brillant oder das Vision überhaupt. Ist die Red Scarlet oder Scarlet Witch? Scarlet Witch, Entschuldigung. Okay, Entschuldigung. Ich bin nicht ganz so, ich bilde mir eigentlich ganz so fest in meinem Comic-Stoff zu sein auch wie nicht. Du. Deswegen ich lieber nachfrage. Okay. Ich bin aber auch nicht so der Marvel-Fanatiker oder generell von diesen Comic-Sachen. Aber Vision, dass der überhaupt dann auch zu einem großen Story-Point am Ende wird, dass das alles so miteinander, wo man übertrieben krass. Dachte ich so, ich hatte hinterher das Gefühl, dass der Film rast mit so einem Tempo durch, dass ich wahrscheinlich ganz viele Plotholes und unlogische Ungereimtheiten wahrscheinlich übersehen habe, aber ich habe sie halt übersehen, weil der Film mich einfach überrollt. Ne? Und dann muss ich, am Ende saß ich sprachlos da,
Es gab so ein paar Momente, wo ich dachte, um das jetzt, um meinen langen Monolog abzuschließen, wo ich merkte, ist kein perfekter Comicfilm. Es gibt, ist ein wirklicher Koloss von Filmen. Die Laufzeit wiegt schwer. Und wie gesagt, es funktioniert nicht alles. Selbst mit dem Humor kann ich diesmal mehr anfangen. Weil auch dosierter ist. Weil er dosierter ist. Überraschenderweise sind die Guardians of the Galaxy charaktermäßig nicht ganz so gut weggekommen. Also Star-Lord ist so ein bisschen so in so eine Ecke getrieben worden, die mir nicht so gut gefallen hat. Groot wiederum profitiert, finde ich, sehr. Aber er hat auch zu wenig Momente, ne? Also du merkst... Aber er hatte so große, er war in Guardians 2 und ja. So gigantisch in den Vordergrund gerückt und zwar so bei so vielen Charakteren ist es überraschend, dass die überhaupt alle ihren Moment bringen. Und dass dann tatsächlich noch Leute wie... mein Überraschungsmoment war zum Beispiel, dass der Red Skull tatsächlich noch irgendwie... Ja, so viele, ist, aber ne? Kein Hawkeye, Ant-Man. Kein Ant-Man und kein Captain Marvel. War ich überrascht, zumindest... wenn man von der allerletzten Szene absieht. Also bis zum Ende sitzen bleiben, denn genau. Aber mir war irgendwie klar, dass dieser Reveal, ich habe erst damit am Ende gerechnet. Okay, ich will mal ganz kurz auch was dazu sagen, weil ich habe da die Filme gesehen und du hast ja recht. Ich habe alles gesagt, im Grunde können wir auch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Der Film überrollt einen und du fragst dich danach, okay, wie willst du das jetzt fassen? Und ich habe heute Morgen die Review gedreht und in meinem Kopf war klar, der ist sehr mächtig. Ich habe ja so eine Genrewertung und eine Gesamtwertung. Ja. Und ich habe die ganze Zeit überlegt, dass irgendwo zwischen 8 und 10 wird es sich einpendeln. Und habe ich überlegt, ist es ein 10-Punkte-Film? Ich meine, was will ich mehr von einem Superheldenfilm? Und für mich war so ein bisschen, ich komme nicht zu dem Guten, die erste Stunde ein bisschen kritisch, weil du musst so viele Figuren abholen und so episodenhaft springen wir von Orten hin und her, weil du musst sie alle auf so einen Pfad bringen, dass sie in eine gemeinsame Richtung den Plot sich formen lassen. Das fand ich ein bisschen anstrengend und ein bisschen behäbig. Es wirkt gewollt, also oder forciert an einigen Da hätte Stellen. Ich das Gefühl gehabt, das hätte eben ein bisschen geschmeidiger, ein bisschen öliger laufen können und dafür gab es dann von mir nur noch 9 Punkte von diesem Film im Genre. Für diese Nummer. Aber ansonsten, CGI-technisch zum Beispiel, gibt es nur einen kurzen Moment, 10 Sekunden, ein Sprung ganz von Thor, Ende? Den ich nicht gut finde. Nee, Thors letzter Sprung irgendwo rein, sieht ganz komisch von der Physis aus, aber da habe ich schon bei Auslöschung gemeckert und du konntest es nicht fassen. Aber ansonsten ist dieser Film, und das war schon nach dem ersten Trailer und auch wenn man sich die Voicelines im zweiten anschaut, ich war die ganze Zeit Thanos-Fan. Ich bin ganz ehrlich Team Thanos. Weil, sind wir ehrlich, der Junge hat recht. Der will das halbe Universum auslöschen, weil die Überbevölkerungen auf Planeten dazu führen, dass alle sich entdecken, die Kehle gehen und er will einfach nur, dass die Welt gedeihen kann und deswegen führt er diesen, das heißt, er hat recht, er führt diese Zerstörung durch und diese zufällige Tötung jedes Zweiten. Ja gut, und recht, da kann man, recht würde nein, ich nicht sagen. Nein, ich weiß, was du meinst. Man kann danach diskutieren, aber ich meine, guck mal im Ernst, wir laufen auf dieses Szenario hinaus. Wir laufen auf das Szenario, wie du lernst in jedem Biounterricht zwischen Jäger und Beute Populationsverhältnisse, die immer schwanken, je nachdem, wie viel Nahrung da ist. Ja, und genauso wird es früher oder später kommen. Und er versucht dem letztendlich, weil seine Absicht ist gar nicht so böse, sondern er will für auf seine Art mit der Auslöschung für Frieden sorgen. Und das ist total skurril. Und seine Bindung zu seiner Tochter Gamora, die er so sieht und die er auch opfert für den Seelenstein, einen super Schurken weinen zu sehen. Und für mich ist Josh Brolin der Mann schlechthin. Wenn ich jemanden hätte, also der wo ich sage, das ist ein Mann, das ist Josh Brolin. Weil der hat dieses Jahr mit No Way Out, der hat mit No Way Out einen hammergeilen Film, der ist mit Cable in Deadpool 2, der ist Thanos und der ist mit Sicario 2 dabei. Also wenn du die 4 Filme auf der Vita hast, dann weißt du nur, du bist hier the man. Und du siehst aber auch noch in seinem Gesicht so viel von ihm und seine Stimme ist auch selbst in der deutschen Version ziemlich geil, aber auch in der Originalversion. Und dieser Film ist jetzt mal, um Infinity War zu nehmen, so unglaublich aufwendig gemacht und vor allem, man muss eigentlich alle 18 Filme vorher gesehen haben, weil alleine, wenn Black Widow und wenn Bruce Banner aufeinandertreffen und sich endlich mal wiedersehen. Das verstehst du gar nicht, wenn du die anderen Filme nicht hast. Ja, ja. Das würdest du alles nicht begreifen. Der Film ist voll von Verbindungen und Momenten, die du verstehen musst. Natürlich kannst du ohne Captain America Civil War nicht verstehen, warum es Probleme zwischen Tony Stark und Steve Rogers gibt. Übrigens fand ich Steve Rogers leider viel zu wenig Screentime, aber irgendwo mussten sie Abstriche machen. Und dann kommst du am Ende, es ist ein Spoilerformat, Leute, zu einem Punkt, wo Thor es nicht schafft, Thanos zu töten, aber er kommt doch zu dem Schnipsen, und gefühlt jeder Zweite stirbt. Und ein Großteil unserer Superhelden verpuffen in der Luft. Und damit Szene, gehst du raus. In einer Szene ohne Musik, die ganz, ganz ruhig, ganz still und dadurch umso wirksamer funktioniert, wie ich finde. Also auch das ist so überraschend gewesen, dass der Film Raum in diesem ganzen Brimborium für kleine, feine Momente hat, die ich so auch gar nicht erwartet hätte. Wie gesagt, dieses Ding zwischen
Scarlet Witch und Vision in Schottland. Und schauspielerisch fand ich ganz toll, als Tom Holland, alias Peter Parker, alias Spider-Man sagt, Tony, ich will nicht sterben. Ja, auch das Tony, ist toll. Ich will nicht sterben. Ja. Das ist so. Und du gehst raus als Zuschauer mit und du weißt jetzt irgendwie, die ganzen Guardians sind bis auf Star-Lord ausgelöscht. Du, Groot ist auch gestorben. Nee, außer Rocket, oder? Rocket ist auch noch übrig. Nee, Star-Lord ist tot, oder? Star-Lord ist... Ich bin gerade irritiert. Ich weiß auch nicht mehr. Da auf jeden so Fall, gestorben. In einem Jahr kommt der zweite Teil. Und das ist ganz besonders. Erstens, so viele Leute gehen jetzt in diesen Film und sind entweder überhyped gewesen oder an der Stelle, wo sie gucken und sagen sich, ah, ich mag DC, ich mag Marvel, dieses Gebäsche unter Comicfilm oder lieben normalerweise Dramen und sagen, ja, was soll ich mit diesen Superhelden? Andere haben alle 18 Filme fünfmal gesehen und die Comics gelesen, sagen es nicht wie der Comic oder gucken jede Minute so besonders hin. Und es sind so viele Ausgangssituationen, diesen Film zu gucken. Andere gehen nur mit Freunden, weil meine drei Kumpels gehen, ich gehe auch mit, weil danach gehen wir ein bisschen trinken und der Film soll ganz toll sein, aber was ist das? Also es gibt so viele Konstellationen, warum Leute sich diesen Film anschauen. Und was ich aber so besonders finde, der wird erst zeigen noch so richtig, was er kann, mit dem, was noch kommt. Wenn sie beim nächsten Film innerhalb von 10 Minuten mit dem, was jetzt alles passiert ist, aufräumen, dann wird mir das wehtun. Dann wird mir das echt wehtun. Und der Film wird nochmal seine Bedeutung wirklich tragend zeigen, in dem, wie es weitergeht. Das ist selten. Ich finde, er endet ja auch auf einer sehr, für mich auch wieder überraschenden Note, so, weil ich Thanos setzt sich am Ende, er sagt das im Film auch mal, er wird gefragt, was ist denn eigentlich, wenn du das halbe Universum, was willst du dann machen? Dann setze ich mich zur Ruhe, setze mich hin und genieße den Sonnenuntergang in dem Wissen, dass ich Balance in das Universum gebracht habe. Und genau das macht er am Ende. Und das ist ein Moment, der eigentlich, wenn dieser Film jetzt so enden würde, er ist in sich geschlossen und wäre einer der krassesten, katastrophalsten Heldenfilme, wenn die jetzt kein Geld damit einnehmen würden, würde das Ganze so enden. Das wäre wahnsinnig krass und das finde ich super. Also das ist kein normaler Cliffhanger, sondern das ist einfach, hier ist Schluss. Und beim nächsten Mal müssen sie jetzt im Grunde zeigen, was, ne, wie das jetzt, klar ist irgendwo logisch, dass so das Dragon Ball Prinzip jetzt kommt, sie werden dann mit den Steinen wahrscheinlich sie wiederbeleben und mal gucken, wie viele aus dem Marvel-Universum tatsächlich dann wiederbelebt werden können. Ich finde ganz interessant. Ganz kurz, darf ich eine Sache sagen? Das ist übrigens, apropos Handschuhe und Steine, das ist erzählerisch wohl einer der schwächsten Punkte, dass Star-Lord sich nicht zusammenreißen kann, dass Gamora tot ist und sie ihm fast schaffen, Thanos den Handschuh runterzurupfen, dass er sich da nicht zusammenreißen kann. Das ist so tricky. Aber generell gibt es immer das Thema Liebe, Aufopferung, Familie und dieses Typische wie in Adelshäusern oder Göttergeschichten, dass sich immer die Verwandten als erstes umbringen. Ja, Thanos hat da auch, das ist ein cleverer Kniff seines Charakters, dass er sich auf diese Verbindungen zwischen den Charakteren sehr, sehr klug bezieht. Also um Informationen von jemandem zu bekommen oder den Stein nutzt er das Leben des anderen, den er dann auf eine Waage setzt und sagt so, ey, du kannst ihn retten oder eben nicht. Und diese Entscheidungen werden gleich mehrfach im Film getroffen. Immer wieder, dass sich eine Figur tatsächlich dafür entscheiden muss. Und ich fand es sehr interessant auch zu sehen, dass zwei Figuren, nämlich Scarlet Witch und auch Star-Lord, den anderen getötet hätten. Also Vision wird ja tatsächlich von Scarlet Witch getötet und Star-Lord versucht es tatsächlich wenigstens, Gamora zu erschießen auf ihren Wunsch hin. Und das finde ich sehr, sehr spannend. Ich finde eine auch Szene... Auch Dr. Stranges Entscheidung, der sehr groß aufgezogen ist, dessen Figur in dem Film, finde ich spannend, den Zeitenstein rauszurücken. Aber er sagt, er hat ja 1,6 Millionen Varianten gesehen. Es gibt nur einen Weg, wie sie gewinnen. Das habe ich tatsächlich gar nicht kommen sehen. Ich dachte mir, was für ein Dummer. Und habe auch den letzten Satz, den er sagt im Film, es gab nur diesen einen Weg. Hm. Da dachte ich so, das ist seine, er versucht das damit zu rechtfertigen, dass er den rausgegeben hat, so wie es in manchen anderen Filmen ja auch mal. Hast du das nicht sofort verknüpft? Ich habe das nicht sofort. Ich habe heute mit jemandem darüber gesprochen, auch sowieso. Ach stimmt ja, ich habe gesagt, er hat doch gesagt, er hat über 1 Million Wege gesehen. Habe ich nicht verstanden. Und das ist der einzige Weg, das ist der Plan. Deswegen fragst du dich, was ist sein Plan jetzt? Ja, habe ich nicht verstanden. Vielleicht kommt Dormammu. Du. Ja, also da bin ich sehr gespannt, was sie da machen. Ich muss sagen, ich kann es kaum erwarten aufs nächste Jahr. Ein Jahr. Nur zwischendurch kommt nur Ant-Man and the Wasp. Alle anderen Marvel-Filme sind dann nach hinten dran gestellt. Captain Marvel kommt vorne noch. Oh, stimmt, du hast vollkommen recht. Captain Marvel kommt noch. Captain Marvel und kommt nicht also noch das, vorher? Nee, wir haben heute, ich habe noch mal geguckt. Den Captain Namen, Marvel Black kommt Panther im März. 2 angeblich. Da bin ich Homecoming, Spider-Man Homecoming 2, alles Sachen, die erst nach. Ich meine, dadurch, dass sie Ant-Man rausgezogen haben, es muss ja jetzt
dann sowohl in dem Film als auch in Captain Marvel eigentlich angesprochen werden, weil sie das ja schon immer chronologisch angehen, dass da die Hälfte der Leute schon tot ist. So, weiß ich nicht, wie sie das bewerkstelligen, weil es ja bisher in allen Filmen so war, dass so am Rande zumindest erwähnt wurde, ach, weißt du noch, was in New York passiert ist? Oder, naja, Steve Rogers und Dings reden nicht mehr miteinander. Aber sie haben jetzt am Ende die Original-Avengers überleben lassen, ne? Wir haben noch Hulk, wir haben noch Captain America, wir haben Thor. Iron Man und wir haben Thor. Ja. Die haben sie überleben lassen. Witzigerweise, all die Leute, von denen man dachte, sie sterben als erstes. Und mit Tony Stark, sie treiben es ja weit mit ihm. Ja, ja, ja. Man dachte kurz. Und Loki ist ein interessantes, gutes, unwiederbringbares Opfer am Anfang des Films, finde ich. Unwiederbringbar? Es ist halt die Frage. Also er tötet ihn und sagt, this time there are no resurrections. Es ist halt die Frage. Ich meine, die Aussage trifft Thanos selber und das haben die Russo-Brüder eben in den Mund gelegt. Ich glaube, Loki ist tot. Es ist halt die Frage, ob sie mit den Steinen nur das Geschehene zurückdrehen können, ob sie halt Vision, Gamora und so die vorher schon gestorben sind, auch wiederbeleben können. Ich habe keine Ahnung. Aber gut, dass man sich diese Fragen wieder stellen kann. Das ist das, was für mich am Ende steht. Vielleicht nur die durch den Stein gestorben sind? Ja. Dann wäre Loki auf jeden Fall raus. Er wurde nur zerdrückt. Aber die dringendsten Fragen, die sich mir nach den letzten Marvel-Filmen gestellt haben, waren alle, wo geht's zum Parkplatz? Ja, und jetzt habe ich endlich wieder, jetzt kann man diskutieren. Das verstehe ich nicht. Ich komme aus dem Kino und denke so, wo steht das Auto? So, weil das ist leichte Unterhaltung gewesen, wo ich nie das Gefühl hatte, über die Filme muss man jetzt großartig reden. Aber hier kann man über die Motivation von Thanos tatsächlich ein bisschen diskutieren, auch mit Freunden. Wie sieht er das? Man kann all diese kleinen Gimmicks und Anspielungen besprechen, was einem gefällt, was einem nicht gefällt und vor allen Dingen wieder gucken, darüber spekulieren, was passiert im nächsten Teil. Und das gab es zu lange nicht mehr. Deswegen für mich eine ganz große Empfehlung. Hat wieder eine Dark Knight-Note von dieser Trilogie von Nolan. Was, ich meine jetzt nicht... Diese die, Epik die, und die, Grandessa die, nicht. Die, ja, aber dieses Tiefschürfende, dieses Randrückende an die Seele, finde ich. Egal, beachten wir das Letzte, was ich gesagt habe. Wenn ich vergleichen müsste, würde ich sagen, ich hatte schon lange nicht mehr so etwas, was mich so aus diesem Genre mitgenommen hat, so tief mitgegriffen ja, hat. Ja, also Logan hat mich da letztes Jahr deutlich mehr bitte. Berührt. Aber, insgesamt? Logan hatte einfach einen, die Filme kannst du ja nicht vergleichen, weil das eine Megaspektakel ist mit ganz vielen Geschichten, die, ne, du, wie du selber sagst, du musst dieses Netzwerk aus Filmen und kleinen Storys kennen. Logan war eine in sich geschlossene, sehr erwachsene Geschichte, die mir einfach in sich als Film, ich würde den Infinity War vorziehen als auf rein aber filmischer Ebene. Aber so oder so, also Infinity War hat uns beide auf jeden Fall begeistert, wir werden beide jederzeit bestätigen, den muss man auf einer Leinwand sehen. Ja, ja. Und das ist der erste Hollywood-Film, der komplett auf IMAX-Kameras gedreht wurde. Also wenn man kann, dann im IMAX das Ganze anschauen. Da kriegt ihr wahrscheinlich nochmal eine ganz andere Hammerwirkung. Wir haben den nämlich nur in Anführungszeichen in OV, was gut ist, aber in 2D, nicht Dolby Atmos und nicht IMAX gesehen. Was ein bisschen schade ist. Gut. Okay, große Empfehlung Infinity War. Damit sind wir am Ende einer neuen Folge Kopfkino, oder? Oder wolltest du jetzt unbedingt noch was... Es gab diesen Monat, also du hattest gesagt, Ghost Stories könnte man noch gucken, den habe ich leider nicht gesehen, aber... Ja, es gab noch einiges, jetzt müsste ich mir so überlegen, ich weiß nicht, wie mein Kopf was kommt, aber wir reden dann... Wir reden im Mai über die nächsten Filme, die Mai sind. Da wird sicherlich ein Deadpool dabei sein, vielleicht ein Tully. Wir werden mal gucken, was da so im Mai ansteht. Okay, Leute, danke fürs Reinschalten an dieser Stelle. Wir sind für Feedback immer offen. Und wir wünschen euch ganz viel Spaß im Kino.